flüssernd. Jetzt gibt man doch schon mal den einen Punkt da noch. Also wirklich. Der Nerv töten hier. Gehen wir in die Küche und bis dahin ist der hier draußen irgendwo fertig. Da gehen wir flüssernd holen, damit wir das auch wieder zwangsautomatisieren können. In rauen Mengen, versteht sich. Da kommt schon wieder der doofe Esel, wie ich gerade sehe. Wir müssen wohl die Nacht durcharbeiten im Flüssand. Können wir uns ja nach Hause telefonieren. Kommen sie und liefern uns nichts, weil es nichts zu liefern gibt. So, Technologien. Was braucht mir denn jetzt? 50 wollte ich gar nicht. Schreibworks, ja. Und jetzt müssten wir das theoretisch auch freigeschalten haben mit. Ne, aber nicht den Tisch, den unten braucht durch Tisch 2. Dann nicht das falsche freigeschalten. Egal, den geht weiter. Mama. So, damit ihr auch mal wieder was zu tun habt hier, was anzubringen habt. Lauf hin und her und transportiert die ganze Zeit nichts. Da würde ich mal hoch verarscht worden. Deswegen brauche ich die Punkte. Ist auch realistisch. Nur wegen dem Punkt. So, ein Stück Marmor. Und mir ist das auch noch. Bringt das Punkte? Ja, zum kleinen Heim. So, jetzt haben wir das auch. Tisch 2, wunderbar. Ein Problem weniger, Essen geht uns jetzt erstmal gar nicht mehr an. Jetzt kommt gleich der Kollege. Ist mir gerade so. Diesmal bin ich nervig. Diesmal kriegst du mich nicht. Ein für die Probleme haben wir schon. Nun kein Glauben, aber das machen wir die Woche noch. Na, lass mich doch mal durch. Ja, wieder so eine Rotzarbeit hier, die man nicht gebrauchen kann. Was mit dem? Naja, für Fleisch reicht es allemal. Ne, 6er mache ich gar nicht mehr. Das ist lohnt sich nicht. Immer noch besser als manches, was da rumkrebst, aber. Muss ja nicht sein. Ich muss mich ja nicht künstlich verschlechtern. Mal wieder mit Holzrand bringen, nehme ich an. Jawohl, mit knapp. Dings ist der Händler mit seiner Gesundheitslösung. Das können wir nebenbei machen. Nachdem wir schon vergessen haben, was da war. Gewürze. Wir haben das Rezept doch an solches gern, ne? Richtig, richtig, sagt ja. Natürlich habe ich recht, sonst. So, und der Kollege kriegt jetzt ein Grab. Was brauchen wir dafür? Wikipedia hin und her. Wir gucken jetzt hier. Brauchen wir keinen Platz dafür, wie ich so sehe. Tisch 2. Linse, okay. 6 Bretter, 12er und eine Linse. Das sollten wir auch so hinkriegen. Wie gesagt, 12 Nägel, ich habe keine Ahnung. Klar, für einen Tisch braucht man so eine Glasfaserleitung, weißt du? Ich habe keine Ahnung.
Das geht echt der Platz aus wie so blöd. Nicht ganz das, wo ich es hinhaben wollte, aber. Ich habe 16 Glauben schlecht gerade fest. Auch schön. Können wir doch morgen Zombie machen. So, wir brauchten ein Büchlein. Richtig? So eins hier. Von guter Qualität, dafür brauchten wir roten Kapitel. Ja, ja. Und dies hier. Mindestens das. Also aufwerten. Was noch? Spitzendinger? Dünger verbessern? Hä? So, jetzt haben wir hier. Gold, das war's. Das ist natürlich etwas teuer, solange wir nicht in Massen Gold finden, wie ich festhalten möchte. Ich weiß, ich kann jetzt die Rüstungsteile und so machen, aber. Okay, machen wir das mal. Dann nehmen wir uns fix 10 Glauben mit. Schön. So, wechseln wir nicht. Ja, ist gut. Ich hole es mal beim nächsten Mal. Okay. Ein Kapitel Toni rein. Ist das irgendwas wert hier? Ja, nicht damit. So. Ich wollte den Glauben mit abholen, oder? Wo haben wir den jetzt mehr? Da oben. Zumindest 10 davon. Wir alle wissen wofür. Brauchen Nachwuchs auf der Zombie-Arbeit. Ich wollte noch eine Farm, ne? Transporteure haben wir genug. Abbauen haben wir auch genug. Können wir gar nicht verarbeiten. Nee, Quatsch. Beim Arbeiten wollte ich ihn einsetzen. So, das Grüne hat man schon reingeklebt, finde ich, ne? Ja, komm, dann. Erfreue dich an deiner Wiedergeburt. Da können wir nur noch 17 Zombies herstellen. Schon eine schöne Zahl, also 17, ja, stimmt, mal Zombies, da müssen wir es mal machen. So, du bleibst da auf Tiefgelager. Und du wirst jetzt gleich irgendwas Wichtiges für uns machen, zum Beispiel Holzklotz hacken. Bei dem Tempo, das du drauf hast, ich meine unterirdisch, kann mir das ziemlich egal sein. Na gut, wir setzen Arbeitseffizienz 18, okay, besser als nichts. Ich wollte immer noch Flusssand holen, ne? Das war das Problem. Gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich kann auch Eisen abarbeiten lassen oder so. Ja, was jetzt? Puh, ist, irgendwo müssen wir das Futter hinstellen. Die wollte ich. Die kriegt ihr auch. Das ist sowieso fertig. Das Zeug zur Schnitzel, schlafen gehen. Problem gelöst. Symbolisch gesprochen. Von gelöst kann ja wirklich keiner sein. Ich brauche die Äpfel. Übrigens mal so nebenbei. Ja, kann ich alles haben. So, rein mit dir. Heiltrank haben wir auch noch ein paar Vorrat und Brot bis zum Umfallen. Bienen könnten wir auch mal wiederholen. Gehen wir den traditionellen Weg und unterwegs holen wir uns ein paar Bienen. Und da könnten wir vielleicht ein. Nee, machen wir nicht. Ich wollte sagen, Heiltrank mitnehmen. Auf alle Fälle. Also schnell werden wir schon nicht sterben, denke ich. Was, wie viel? Im Ernst? Was hat denn der von Tempo? Achso, ich wollte sagen, das ist die Gesamtanzahl. Mach mich weiter. Hier sind ja noch genug Holz im Zweifelsfall. Wenn ich schnell selber was produzieren muss, wird das nie das Problem sein. So. Hätte ich vielleicht doch einen Heiltrank mitnehmen sollen, nicht gut. Weil drüben hier irgendwo einer. Aus dem Baum, nein, Göttin hier. Das ist der erste. Am eigenen Abbauen ist auch. Aua, aua, aua. Warte mal kurz. Natur, falsche Richtung gegangen.
So, hier gab es doch irgendwo einen Bienenfreund, der da unten 50, ja, ja. Entschuldigung. Au, gleich mal 15, das ist ein bisschen viel. Immerhin gibt es dafür lauter lustige Sachen. Da ist noch probieren. Können wir nichts gegen machen. Die Kollegen am Wald haben jetzt auch wieder was zu tun, ne? Zeitintensiv das Ganze. Bienenwachs und Honig. Ist mir egal. Wird verbrannt. Fertig. Flusssand. Honig wäre auch nicht schlecht. Bienen. Viel mehr Bienen. So. Wir haben Jahresvorrat Gläser, die wir gar nicht gebrauchen. Ne? Was kann man daraus eigentlich noch machen? Linsen und so, das brauchen wir jetzt nicht. Also die Lupen, was auch immer, Maßteile. Glas, Conical Flask, jetzt guck ich mal. Conical Flask, genau. Ja, von mir aus auch Advanced Conical Flask, jawohl. Ja, was machen wir jetzt damit? Very limited usefulness. Study, haben wir gemacht, so. Für die Endgame-Tische, ansonsten die Dinge herzustellen, macht halt so überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben die wenigsten schönen Wert, wie Silber als Basiswert, wir kriegen wahrscheinlich nur die Hälfte davon oder so, aber gut. Wie sieht das mit den Conical Flasks aus? Für die Hersteller von Alchemielaboren, Furnace und sowas, klar, aber ansonsten ah, Church Workbank. Da brauchen wir die Conical. Also die müssen wir. Wir bauen einfach nur die Conical, die Advanced machen wir nicht mehr. Fertig. Conical brauchen wir von den ganzen Injections. Da lohnt sich das vielleicht auch nochmal. Okay. Das ist nichts. Geht nochmal. Nicht nur, warte jetzt. Das Inventar muss voll sein mit dem Mist. Hier Sendepausen, damit ich gleich die nächsten Cappuccini machen kann. Die meine ich jetzt alle. Ah. Jetzt. Das ist kein Holz mehr, wa? Oh, das Lehm. Brauchst du ein neues? Du darfst Steine kloppen, bis die genug Holz nachgeliefert haben. Ich versichere dir, das wird sich lohnen. Das sind schon die ersten 2 mit Holz noch. Lustig. Das heißt, die wir hier drin haben, könnten wir allesamt verkaufen. Ist man nüchtern betrachtet. Sehr schön. So, ihr stellt alle noch her. Du machst das dann, dann kannst du Eisen als nächstes herstellen. Ich gehe einfach mal selber Kohle holen. So, jetzt kommen wir jetzt das raus hier. Das Film müssen wir auch nicht haben. Den Honig kannst du hier mit reinmachen. Das brauchen wir. Für den Bienenbau, glaube ich. Brauchen wir den Max auch hier, keine Ahnung. Du kommst kurz in den Keller.
noch ein bisschen was von. Muss um hier rein. Fertig. Ruhe. Schlafen. Folge beenden. Pause. Ich bin eh erschöpft. Seht ihr, ich brauche Ruhe. So. Das war doch wieder echt anstrengend. Aber immerhin. So eine durchschnittlich 16-Minuten-Folge geht doch. Bis dahin. Wir sehen uns morgen wieder. Xenat.